Der Tag ist endlich da! Und bloß weil im Chat Bodo steht, heißt es leider nicht, dass er da ist. Bodo! Jetzt ist es wieder so weit. Ja, es war lang nicht mehr so weit. Just saying. Just saying. So, der Kevin macht uns heute den Reiseleiter. Ne? Habt ihr denn auch alle eure Butterbrote eingepackt? Ja. Nein, Herr Kevin, ich brauche noch ein paar. Hat der Banani auch eine Waffe oder hat er nur einen Heilstab? Weil das macht mich ein bisschen nervös. Ich hab das hier. Mach einmal Rechtsklick auf Butter, da ziehst du was. Nein, aus. Nee, Banani, also, jetzt ohne Witz. Banani, steck dir mal ein paar Waffen und noch ein. Steck dir ja, aber die was mal soll ich denn ein. Nachher nehme ich wieder die letzte Scheiße und ihr meckert wieder. Was soll ich denn hier nehmen? Irgendwas solange du nichts mit Magneten nimmst, also kein Meteoritenscheiß, kannst du dich bedienen, was du willst. Ja, was wäre denn das Sinnvollste? Die schwarzen Schwerter da rechts sind gut. Oh, scheiße, ja? Ich hatte keine Level. Dann nehme ich so ein Ding. Gut. Sehr schön. Ich hab mir eigentlich Level gemacht, Oscar, aber es hat nur für die Mütze gereicht. Nicht mal die ist gut verzaubert. Naja. So, dann hoffe ich mal, dass ihr alle nicht geschummelt habt und noch nicht da wart, wo ich euch hinführe. Also ich war bestimmt nicht da. Wie man an der Map erkennen kann, ich habe nichts gemacht. Ich habe Videobeweis. Sokopenias, hau mal ab. Ich will nur mein Zeug loswerden. Was hallo, halt dafür haben wir den Müllbrunnen in der Stadt, du Opfer. Gut, dass ich keine Meteoritenrüstung an habe. Ja. So, das gibt jetzt einmal 15 Euro für jeden, der das hier auf den Boden geworfen hat, ne? Ja, Freddy, zahl mal. Du machst nämlich nicht wo nur. Ist das Ordnungsamt? Freddy macht nämlich nicht nur kaputt, der verschmutzt auch noch alles. Alter, ich hab bei dir sogar aufgeräumt. Wundert mich, dass Oscar noch keinen Staubsauger gecraftet hat. Ja, natürlich hab ich das gemacht. Ich hab den Tisch und alles im Wohnzimmer, was wir am Sonntagabend benutzt haben, haben wir aufgeräumt. Meine Herren, dürfte ich Sie bitten, mir unauffällig zu folgen? Unauffällig? Wo bist du denn? Ah, da! Hallo! Oh nein! Und Freddy hat das Tasse weggeworfen und wieder eingesammelt! Was für ein Lappen, Alter! Strafe muss sein. Ja. Du musst doch wieder aufräumen. So, Kevin, ist das weit? Weil du musst bedenken, wir haben noch ein Mitglied dabei, das noch nicht so schnell ist. Alter, wir laufen alle gleich schnell. Ach ja? Ich sag nicht dabei mit meinem Spiegel, ist das doof? Es ist ja nicht so weit, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also den Spiegel würde ich jetzt nicht in die Hand nehmen. Aber Sascha hat auch keinen Spiegel. Nee, hat er auch nicht. Ja, also, dann ist nicht so schlimm. Ich hab zwei Spiegel und noch ein anderes Recall. Ist so beschissen im Moment. Irgendwas. Banani, Alter, bin ich zu dumm, um da hochzuspringen? Warte, Banani, du kriegst von mir eine kleine Hilfe. Oh. Hier. Hallo. Nicht runterfallen! Was mache ich denn da? Nein. Das ist ziemlich beschissen, mein Spiel. Ja, guck mal. Es hängt dauernd, bleibt dauernd hängen. Irgendwas stimmt da nicht. Banani, vor deiner Schnauze liegt was. Dankeschön. Was ist denn das? Damit kannst du ein bisschen hochjumpen. Du musst einfach nur in die Luft gucken und rechtsklick. Ich bin in 5 Sekunden wieder im Spiel. Wartet kurz. Genau. Eigentlich ist es blöd, dass Banani keine goldene Feder hat, ne? Ja. Was macht die? Können wir ihm noch schnell eine craften? Ich wenn mir jemand eine Feder hat, genug Gold habe ich dabei. Ich guck mal ganz kurz. Redi hatte doch bestimmt genug Müll in der Tasche. Ich schau mal, ob wir Gold da haben. Wo kommt das Pferdegeräusch her? Oh. Da kommt das Pferdegeräusch her. Ja, legitime Frage, ne? Also. War das nicht so Feder in der Mitte und außenrum Gold? An sich eine ist das Feder wirklich in die Mitte, außen Gold, ja. Ach, normale Feder, keine Chocobo-Feder, na klar. Das ist korrekt. Das war mein Fehler, Entschuldigung. Das ist so korrekt. Müssen wir nur wissen, wo eine Feder ist. Hier ist eine Feder. Stimmt doch da nicht, ey. So. Banane kriegt eine goldene Feder von mir. Was zu essen dabei? Ja, ich hab hier noch so zwei Schnitzel. Oh, lecker Schnitzel. Schnitzel. Ja, ich hab. Warte, ich nehme den Banane. Ja, werf mich zu mit Essen, ist okay. Wir haben halt so viel davon. Ehrlich gesagt nur 10 Schnitzel, das heißt, ich könnte unterwegs. Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel Essen, das wird's nicht dran scheitern. Ich hab noch so 400 Essen dabei, falls das oft. Also. 400? Ja, ich hab auch keinen Rucksack dabei, fällt gerade auf. 5. So, Banani hier, stopp, hier. Halt, stopp. Zu mir kommen. Brav. Bin doch da. So, eine Chocobo, eine Golden Feather, das heißt, du nimmst keinen Fallschaden mehr. Es kann nicht viel passieren.
So, wir folgen wieder Kevin. Ich muss nichts damit machen, das geht automatisch, oder? Ja. Gut, gut, gut. Ja, jetzt laufen wir Freddy davon, oder? Ja, ich bin jetzt Bad Login? Was ist das denn? Tja, Freddy, dem sagen wir einfach die Koordinaten. Heute nicht, heute nicht. Könnt ihr mir bitte einfach sagen, warum hier Connection Lost steht? Weil du die Verbindung verloren hast. Vielleicht weil du scheiße bist. Oder uns alle immer zulmüllst oder was kaputt machst, ich weiß es nicht. Nee, aber ich habe vorhin schon Probleme gehabt auf dem Server, seit Banani eigentlich drin ist. Ja, klar. Ja, genau, natürlich, liegt an mir. Du hättest ihn einfach nicht töten dürfen. Ich hab nicht behauptet, dass es an dir liegt, aber seitdem... Armer ist der Bitch. Gerade nicht mehr zurecht. Hey, wo seid ihr hin? Dann müsste Wolf ja auch in 5 Minuten drauf gehen. Der Server ist nicht aufgelegt, du hast ausgelegt auf so viele. Natürlich. Kriegt das zu spüren. Wo seid ihr hin? Hier auf dem Baum. Leg mal hoch. Ich lass einfach mal hier jemanden in die Luft fliegen, dann findest du uns schon. Ja, danke, Oskar. Ah ja, ich seh's. Siehst du? Ah, ich hab euch. Das ist doch gut, wenn man immer so einen Wasserstab dabei hat. Einfach, falls jemand verloren geht. Ja. Einfach mal, falls du dir jemand auf den Sack gehen willst, ne? Aha, was haben wir hier für einen Block? Da wird da was gebaut. Was sagst? Was sagt er? So, also wir gehen definitiv in eine Richtung, in der ich auf jeden Fall noch nicht war. Gut, und ab in den Keller. Ja, und ein Wasserloch. Schönes Wasserloch. Ja, wenn jetzt jemand Durst hat, dann machen wir jetzt gerade nochmal eine Pause, ne? Ja. Frag mal Freddy. Witzig. Eigentlich schon, ja. Alle da? Ach, nein. Ja. Da einen Moment. Einmal durchzählen. In 2 Reihen bitte aufstellen. Ja. Ich stehe neben Banani. So, und ab geht's. Und ab dafür. Genau deswegen wollte ich nämlich die goldene Feder für den Banani haben. Ja, ich kann's gar nicht verstehen, warum eigentlich. Ja, ne? Doch Quatsch. War doch jetzt Verschwendung. Eigentlich, ja. Aber wie gesagt, ich bin ja netter. Manchmal. Oh, jetzt bist du auch nur noch über die Kuppel. Du hast eher ein schlechtes Gewissen, nachdem du mich gekillt hast eben. Ja. Also wir sind hier in was für ein Gebiet sind wir hier eigentlich? Das nennt sich Mountain Red Ridge. Das war der Red Cobblestone, den Bodo gesucht hat. Ach so, das war der? Oh, sorry. Ja. Okay. So, und wenn ihr hier steht, könnt ihr es eigentlich schon fast sehen. Wenn ihr jetzt das findet, was ich denke, hat er einen Wüstentempel findet, gefunden. Also noch hat bei mir nichts. Oh mein Gott! Ist das eine Pyramide? Ja, die linke. Wie geil ist das denn? Schnell rein, bevor Freddy wiederkommt. Das ist ja geil. Oh, guck mal, das sieht man auf der Map sogar auch richtig geil. Da ist eine kleine und eine große Pyramide. Über der eine brennt was. Die kleine ist, da gehst du einfach nur rein, da ist nichts drin, aber die große ist, glaube ich, ganz nett. Okay, Eingang sieht man auch schon. Freddy, Oskar, du sollst bitte nochmal erklären, warum du 32 Leben statt 20 hast. Man kann sich so coole Herzcontainer craften. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Da hat man mehr Leben. Kevin hat auch 30. Dafür braucht man ein paar Sachen, die nicht so ganz leicht zu bekommen sind und dann kann man bis zu 40 Leben bekommen. So. So läuft's im Business. So, ja. Leute, hat jemand Fackeln dabei? Ich habe nämlich nur 8. Ich hab noch 32 dabei. Okay. Weil ich weiß ja nicht, was uns jetzt hier erwartet. Ich war noch nie in einer Pyramide. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, dass es welche gibt. Ich hör hier nur. Was für ein Ding? Läuft jeder für sich los oder laufen wir irgendwie zusammen? Ich glaube, wenn wir getrennt laufen, finden wir uns nie wieder. Hier ist ein Spawner. Okay, Spawner ist weg. Ja, was haben wir hier? Okay, hier sind Kisten. Was? Alter, what? Ach, das sind Mimics. Wo habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Finde ich die mir beim ersten Mal genauso.
Alter, denkst du, oh geil, looten auf einmal. Alter. Okay, das habe ich nicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Muss ich zugeben. Jetzt muss ich auf jede Kiste hauen, die ich sehe, das ist ja schade. Ich habe eine Kiste gefunden mit drei Fäden drinne. Boah, krass. Ey, hau halt kaputt! Oh, das ist eine echte Kiste. Ich habe eine Kiste mit irgendeinem verzauberten Buch. Ja, ich habe auch gerade ein Enchanted Book gefunden. Ja. Soll ich das mitnehmen? Einfach mitnehmen. Alles einstecken, was du findest. Gut, wir haben doch bestimmt Rucksäcke dabei. Okay, hier sind Monster. Oh, au. Ich befürchte. Ist das einfach. Ist das sorry! Ausgang? Wow. What? Warum hinterlassen denn alle so komische Seelengefäße hier? Wo bist du jetzt hin? Also ich bin hier. Ich kann irgendwelche Treppen nach oben. Oh. Ich hab dich einmal abgeschossen, jetzt bist du im nächsten Stockwerk oder wie? Scheint so. Was, oh, ja, was seid ihr denn alle? Hä, was macht ihr denn? Das kenne ich, Sascha, die gehen immer weg, ohne einem Bescheid zu sagen. Wir sind auf einmal. Achso, da hinten. Ah, ja, schau. Können wir mal aufhören, da und irgendwo hochzuhüpfen, wo wir mit unseren normalen Schuhen nicht hinkommen? Der Co. Hat, warte mal, ich muss mir ganz dringend hier ein bisschen Fackeln craften. Alter, fast alles sind Mimics, Fast, ja. Hier hinten war noch irgendwo eine Kiste. Ja. Ich hab ja gelesen, dass teilweise in solchen Dingern auch so aus den Minotauros rumrennt, also ich würde aufpassen. Was? Bitte was? Ja, es gibt auf jeden Fall Minotauren, das weiß ich, aber... Hab ich auch schon gesehen, ja. So, was ihr schon wieder alles gesehen habt. Tiny Bubble. Nee, ist klar. Was für ein Robby Bubble? Fizzy Bubble. Ja, das kenne ich auch. Okay, hier ist noch ein Spawner. Auf jeden Fall gut was los hier. Und hier sind zwei Mimics auf einem Block und wagen sich ineinander rum. Schaut irgendwie witzig aus. Da. Wolf, komm mal. Ja, bin da. Guck dir mal die Spezialkiste an. Möchtest du die nicht looten? Oh mein Gott! Das ist bestimmt eine voll tolle Kiste. Ich loote die mal. Schon wieder so Fake-Kisten hier. Alter, spawnen hier Mimics? Sind das Mimics-Spawner oder was? Was geht denn hier ab? Das Witzige ist, wenn ihr mit der Maus drüber geht, dann zählt ihr die Leben von der Kiste. Dann wisst ihr direkt, ob es eine Kiste ist. Was? Ich starte mal ganz kurz neu, ne? Ich komm gleich. Was können wir, weiß schon einer, was wir mit Ektoplasma machen können? Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, weil ich habe auch was davon eingesammelt. Ja, ich habe nämlich hier Ektoplasma, ich habe keine Ahnung, was das macht. Dann müssen wir mal die Ghostbusters fragen. Oder wir fragen einfach mal die Zuschauer. Weiß einer von euch, was man mit Ektoplasma im Spiel machen kann? Geht's hier eigentlich auch irgendwo in der nächste Ebene? Ja, hier gibt es überall Treppen, die nach oben führen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Keine gesehen. Auf dem Stockwerk. Ich nehme mal an, dass es oben schon auch irgendwie noch vielleicht was Besonderes gibt oder so. Irgendwie so, dass ein Boss wartet oder so. Naja, Boss vielleicht nicht, weil es da wahrscheinlich oben nicht genug Platz ist, weil es wird ja immer enger, aber... Ich habe das Gefühl, ich war hier in jeder Ecke schon mindestens viermal, aber ich finde die Treppe nicht. Ne, oben ist echt nichts. Ich habe unten ein paar Treppen gefunden. Die nach unten gehen? Boah, sind hier viele Enchanted Books, ey. Nee, die gingen schon nach oben. Ich habe jetzt aber auch überhaupt gar keinen Peil mehr, wo das war. Echt nicht mehr drin, das ist ja voll die Enttäuschung. Ne? Nee, bisher nicht. Wir können es ja auch einfach mal mit Zacken nach oben graben. Wie gesagt, ich war ganz oben. Oben ist nichts. Okay. Vielleicht geht's noch nach unten irgendwo? Ja, vielleicht. Dass irgendwie unter der Pyramide noch irgendwie versteckte Gräber sind oder so. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Hier ist noch... Also hält mal alles aus, was dunkel ist, damit wir wissen, wo wir waren, ne? Den Jasperblock. Da drunter ist... Und mit dem Jasperblock kannst du einen Boss beschwören. Ein Boss? Ja, machen wir so. Ja, den Jasperblock kannst du dir auch craften aus Sand und Redstone oder Farbe oder sowas. Okay. Möchtest du mir den Block mal geben? Ach so.
Der möchte direkt jetzt hier mitten in der Pyramide so einen riesen Boss spawnen, da, da ist vor der Pyramide. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich hab da gerade irgendwas grölen gehört, habt ihr das auch gehört? Es sind meistens irgendwelche Höhlen, die ich sollte. Nee, nee, das war aber das war kein Zombie-Geräusch. Das war definitiv was anderes. Hier ist das mit der Treppe. Nee, hier ist es auch nicht mit der Treppe. Wo war denn das? Da ist das mit der Treppe, hier. Aber das ist auch nur die nächste Stufe hier. Da, wo wir dann wahrscheinlich schon waren. Muss das hier so leicht... Ach, guck mal, es wird sogar angezeigt, dass es eine Mimik ist. Mensch. Leicht bläulich gerade hier gewesen. Habt ihr noch irgendwas gefunden? Ne. Buddel mich gerade mal runter, aber ich sehe nichts, also... Okay. Dann sind das einfach nur Pyramiden für Ectoplasma quasi. Wenn man jetzt noch wüsste, was das bringt. Und ja, vielleicht hat noch für die Erzblöcke oder wie die hießen. Ja, vielleicht. Hier. Oh, da kommen Meteoriten. Da kommen wir jetzt mitten in die Pyramide. Da ist nur so ein Stern. Wo ist er? Wo ist er? Ich hol mir den Ausgang nicht. Scheiße. Ich brauch nämlich noch so einen von den Sternen. Willst du ihn haben? Du hast ihn quasi eingesammelt. Ich hör's. Quasi, ja. Quasi. Okay, ein Creeper. Also. Okay, oh. Was treibt ihr da hinten? Irgendwo ist ein Creeper explodiert. Ja, ich hab ihn in die Luft befördert und dann kamst du vor ihm raus. Also hier ist er noch dunkel. Wow! Oha! Oha! Wow! Der war. Das war nah dran! Alles klar! Banani wäre fast gestorben. Du wolltest doch einen Stern. War natürlich haben. Ausgerechnet die Wand, ne? Bleib mal stehen. Ja. Oh, was ist das denn hier? Komm mal rein? Oder? Wow, au! Was zur Hölle? Hauptsache, ich glaube, jetzt hat Banane. Ich habe irgendwas eingesammelt, ja. Hier, schau. War das. Ups! Ja. Eingefallen. Was macht der jetzt? Das ist das neunte Starpiece jetzt. Das, was ich noch brauchte. Dann kannst du dir auch so ein cooles Lichtteil machen, was ich hatte. Okay, habt ihr euch hochgebaut oder was? Also, hier ist ja eher nichts. Hat okay. Zufällig jemand noch Redstone dabei? Oh, Creeper! Redstone dabei? Nee, Entschuldigung. Nicht im Angebot. Schade. Irgendwas buggt da hinten rum. Hört ihr das? Irgendwas hat ganz komische Geräusche gerade gemacht. Oh, ich glaube, du solltest Freddy mal wieder reinziehen. Ach so, könnte ich mal machen. Das war, glaube ich, ein Enderman. Ectoplasma ist nur fürs Färben da und für sonst nichts. Na dann. Ja, super. Hat sich das ja gar nicht mal so gelohnt. User was moved to your channel. Ja, das heißt, in der kleinen Pyramide hat Kevin ja gesagt, ist gar nichts. Ja, da war nur eine kleine Falle drin und ein paar Spawner, aber mehr nicht. Okay. Wer hatte ist aber jetzt eigentlich nicht der erste Ort, den ich vor oder nicht der letzte Ort, den ich vorbereitet hätte. Okay. Wer hatte denn den Jasper-Block? Ich habe zwei Stück. Möchtest du die mir mal beide droppen? Ich möchte nicht wissen, was du jetzt hier beschwörst. Ein Enderdrachen oder so. Drei. Eine Hydra. Ich komme noch dazu. Das dachte ich wäre selbstverständlich. Also jetzt guckst du dir besser an, was der macht. Das geht so in die Hose. Was macht er das jetzt? Ja. Scheinbar. What?